Hello friends, what's up, what's up? Wir sind gerade in Bagan, haben uns heute Morgen um 5:30 auf den Weg gemacht, um uns den Sonnenaufgang anzuschauen. Es ist ziemlich neblig und verwüstet gewesen es sieht an sich echt wunderschön aus, so wie es jeder sagt. Und ja, wir haben uns gedacht, wenn wir schon in Myanmar sind, dann sollten wir mindestens einmal in Bagan gewesen sein. Und ja, es ist echt cool hier, mal ganz andere Tempel, wie wir sonst gewohnt waren. Und ja, wir haben jetzt hier unsere Roller, ich weiß nicht, ob ihr die seht, und fahren jetzt etwas durch die Gegend und schauen uns ein paar weitere Tempel an. Wir sind fit, wieder fit, nachdem wir gefühlt, oder ich gefühlt, tagelang krank war. Ich bin immer noch etwas angeschlagen. Aber ja, da macht man nichts. Es geht weiter. Viel Spaß und tschüss. Wir haben einen Tempel gefunden, in den wir hochklettern bzw. reinklettern können. Hier ist eine Tür, die ist verschlossen mit einem Schloss. Aber wir beiden Schlanken haben oben drüber durchgepasst. Es gibt ein paar Tempel, auf die man klettern kann bzw. in die man reingehen kann, um sich bestimmte Sachen anzuschauen. Aber die sind immer so überfüllt. Und ich glaube, wir haben jetzt den richtigen Tempel für den Sonnenuntergang und Aufgang gefunden. Schaut mal hier. Wir sind jetzt hier oben drauf. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Richtig schön, richtig nice. Gucken wir mal, was man hier so alles... Boah, hier sieht man wirklich alles. Trying from the start, I'm making a conscious effort to take us both on a new adventure. I'll make all the time you need. Von hier aus haben wir einen richtig guten Ausblick für den Sonnenuntergang. Und was sagt ihr? Ich gehe jetzt auch mal schnell wieder runter, bevor uns jemand erwischt und wir keinen Sonnenuntergangsaussichtspunkt mehr haben. Boah. Zurückgefahren, haben die Roller aufgeladen und ja, ein kleines Nickerchen gemacht, weil wir schon sehr früh unterwegs waren. Wir sind jetzt wieder auf Tour und sind gerade auf einem neuen Tempel drauf. Hier war ja wenig Beschilderung, konnte man ganz einfach hochgehen und hier sieht man auch wieder die komplette Aussicht. Man kann sogar darüber hinaus sehen, dass hier alles, was ja dahinter ist, im Prinzip Wüste ist. Und ja, wir haben uns auch diese Masken gekauft, weil es hier echt so, ja, dusty ist. Und ich habe schon seit einem Monat Husten, den ich nicht loswerde. Das heißt, ich musste irgendwas gegen tun. Ja, es ist heiß, aber cool. Mal schauen, was wir bis zum Sonnenuntergang alles so finden. These walls once held the shaking. I need you now, I'm craving. Please tell me you're still down for this. Tell me that you're down for this. You fell into my heart like a deep abyss. I can't begin to stress about the time we've missed since you've been gone. Baby, it's been too long. Hoping we can reminisce. This feeling for your girl, I can't dismiss. Your touch and your subtle kiss. I need. Tell me that you're down for this. Hello. Ich bin so ein bisschen in der Zeit gesprungen. Wir sind jetzt den vierten bzw. fünften Tag hier und verlassen Bagan jetzt auch schon so langsam. Aber um euch noch ein paar Infos zu geben für die, die es interessiert.
12. Jahrhundert entstanden und war Teil des Königreichs Pagan. Und zu der Zeit gab es so rund 10.000 Tempel in dieser Gegend. Und seit dem Erdbeben 2016, beziehungsweise durch verschiedene Invasionen, hat sich das jetzt mittlerweile auf zwischen 2.000 und 3.000 Monumente reduziert. Ja, wer das Ganze besichtigen will, der muss ungefähr 25.000 Tschad zahlen. Das ist dann so ein Archaeological Fee Zone, die man hierfür bezahlt, um den Bereich betreten zu dürfen. Und das Ganze ist für 5 Tage gut. Wer sich ein E-Bike mieten möchte, wird dann in Niaung einen etwas teureren Bereich betreten. Das liegt so zwischen 5.000 bis 8.000 Tschad. Wir haben es für 4.000 am Tag bekommen und haben ein bisschen verhandelt. Wenn man in Old bzw. New Bagan ist, kann man die E-Bikes auch schon für 2.500 bis 3.000 Tschad mieten. Das Hostel, in dem wir waren, hat 11.000 Tschad die Nacht gekostet. Das war das Lux Pillow Hostel. Die waren ganz nett da. Es gibt freien Kaffee und Tee den ganzen Tag über. Und ja, wir haben viel Zeit hier verbracht, haben uns viele Tempel angeschaut. Wir machen uns jetzt so langsam auf dem Weg nach Yangon zurück. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren. Es geht weiter. Und wir sind gerade auf einem Markt. In ungefähr einer halben Stunde bis Stunde geht es wieder zurück zur Train Station. Und dann geht es nach Yangon. Schöne Grüße aus Bagan. Peace. Word is that you're back in town, hoping maybe I can see you around. Last time that we had spoke, he called me from a plane saying you were pretty far from home. Said I should find someone new. Well, I was spending all my time writing songs for you. Then I began to feel what I feared most, that's being all alone, never finding love.